Übe Varianten, damit das Klavierlernen nicht langweilig wird. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Franz Titscher von Spielen Klavierlernen. Hast du auch keine Lust, irgendeine Stelle 100-mal zu wiederholen, bis die Töne endlich in den Fingern sind? Dann bist du richtig hier. Stumpfsinniges Wiederholen ist die dümmste Übemethode, die man sich vorstellen kann. Es ist stinklangweilig, es macht dich schnell müde und du verschwendest wertvolle Zeit. Leider wird diese Wiederholungstechnik oder diese sogenannte Wiederholungstechnik immer noch von vielen Lehrern empfohlen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, denn es gibt so viel bessere Methoden. Wenn du schnell und nachhaltig Fortschritte erzielen möchtest, ist es extrem wichtig, dass du dein Üben ansprechend gestaltest, dass es spannend ist, dass du so übst, dass du hellwach und konzentriert bleibst. Wie das geht, zeige ich dir jetzt, wie immer an einem konkreten Beispiel. River Flows von Yiruma, die 16-Läufe. Zunächst besprechen wir ein paar wichtige technische Aspekte. Du brauchst einen ganz freien und lockeren Anschlag und dazu zeige ich dir gleich eine erste wunderbare Übevariante. Ich gehe dann auch ein bisschen auf die Musik noch ein und dann kommen wir zu den drei grundlegenden Übevarianten. Die kennst du vielleicht schon aus anderen Videos, die benutze ich fast immer und auch in meinem Klavierkurs kommen die immer wieder vor. Ganz, ganz wichtige, grundlegende Übevarianten. Und am Schluss zeige ich dir noch eine Übevariante für richtig schnelle Finger. Die kommt so ein bisschen aus dem Profilager und macht deine Finger richtig schnell und hilft dir auch, noch präziser und deutlicher zu spielen. Diese 16. Figuren müssen schön gleichmäßig fließen und dafür brauchst du einen guten Anschlag. Das heißt, du brauchst einen guten Impuls und du musst hinterher sofort entspannt sein. Und das würde ich mal ganz langsam üben und ganz bewusst Anschlag, locker, Anschlag, locker, Anschlag, locker, Anschlag, locker, Anschlag, locker und so weiter. Und ganz wichtig, sauber ablösen. Also in keinem Fall irgendwie so schmieren. Das bremst dich aus und das macht dich verkrampft. Das würde ich sogar mal auf dem Deckel zuerst vorüben. Da spürst du wieder schön den Impuls und dass du hinterher locker bist. Also die Finger ein bisschen anheben. Nochmal auf der Tastatur. Der zweite Aspekt wäre, dass du die Hand immer möglichst klein hältst. Also nicht jetzt gleich die Hand so hinlegen und verkrampft auffächern und irgendwie so in einem Griff das versuchen zu spielen. Das wird dann immer verkrampft und dann wird es auch ungleichmäßig und es bremst dein Tempo. Also so klein wie möglich die Hand lassen, ne? Und erst jetzt gehst du rüber und auch da nimmst du den 5. Finger und den 4. mit, also nicht da oben bleiben und dann gehst du wieder hin. Da musst du also geschmeidig hin und her gehen, ne? So, und jetzt kommt der Untersatz mit dem Daumen. Und hier würde ich so einen kleinen Bogen machen. Das heißt, dann ganz minimal lauter werden und dann wieder leiser werden. Und das kannst du ein bisschen durch eine Kreisbewegung unterstützen. Überhaupt würde ich das alles ein bisschen so mit einem ganz freien Handgelenk sogar ein bisschen kreisförmig machen. Thank you.
Musikalisch könnte man vielleicht noch was sagen. Spiel tarararam, ja. Also so einen ganz kleinen Bogen auch hier machen. So, das haben wir eh schon gesagt. Und jetzt betont, unbetont. Also der ist ein bisschen betont, der ist unbetont. Und am Schluss leise werden. Dann würde ich hier durchaus noch ein paar Übevarianten anwenden, damit das Ganze Sicherheit bekommt und ein bisschen virtuoser auch wird, damit du ein bisschen Technik aufbaust. Ich würde zum Beispiel diese Figur erstmal allein üben. Und da kannst du jetzt zum Beispiel zweimal laut, zweimal leise. Laut, laut, leise, leise, laut. Dann nächste Variante, Staccato Legato. Fangen wir Staccato an. Staccato. Nochmal Staccato. Zweimal Legato. Zweimal Staccato. Legato. Dann ganz wichtig, langsam und schnell. Zweimal schnell, einmal langsam. Oder fangen wir an, einmal langsam, zweimal schnell. Dicke, 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 dicke. Dass das Verhältnis von langsam zu schnell gut stimmt, würde ich ticke, ticke dazu singen, habe ich schon gemacht. Beim langsamen doppelt. Ticke, 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 ticke. Und jetzt beim schnellen. Ticke, 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 ticke. Die drei Übevarianten waren laut, leise, staccato, legato und langsam, schnell. Als nächstes würde ich dann einen etwas größeren Abschnitt üben. Und natürlich auch wieder laut und leise, laut, leise. Staccato, legato. Legato. Langsam, schnell. Und so weiter. Und an auch diese Stelle würde ich dann extra mal rausnehmen. Den Schluss lässt einfach so, wie er dasteht, also wie er in den Noten steht, original. Und dazwischen kannst du auch diese Varianten machen. Laut, leise. Leise. Staccato, legato, staccato. Die beiden würde ich legato lassen. Da gibt es keinen Sinn. Und dann legato. Und dann haben wir noch langsam schnell. Dann würde ich den ganzen Abschnitt mal zusammenbauen. Das war jetzt laut und jetzt leise. Und so weiter. Das kannst du selber. Und dann natürlich Staccato Legato. Staccato fangen wir an. Legato. Brauche ich nicht mehr spielen. Das kannst du selber. Und natürlich auch langsam und schnell den ganzen Abschnitt. Dann zum Schluss noch eine richtig virtuose Variante. Sie dient dazu, deine Finger schneller zu machen. Dein Spiel wird dadurch auch noch präziser. Die Verdoppelung. Du kannst jeden Ton zweimal spielen. Das klingt dann so. Und so weiter. Und auch diese Verdoppelungsvariante gibt es in zwei Untervarianten. Einmal Staccato, wirklich Staccato alle Töne.
mit ganz engem Tastenkontakt. Also versuche wirklich aus den Fingern rauszuspielen. Also nicht so hüpfen, sondern wirklich die Finger an den Tasten lassen und dann aus den Fingern spielen. Und am Schluss ergibt es keinen Sinn, da jetzt viermal zu spielen, da lässt du das ganz entspannt, wie es gehört. Und die zweite Untervariante wäre, du bindest immer die zwei Töne, die du binden kannst. Also der erste ist kurz und dann der Wiederholungston wird angebunden an den nächsten. Das ist ein bisschen die Gefahr, dass man swingt, also nicht so spielen, versuch es in gleichmäßigen Takt zu spielen. Die erste Variante, also die reine Staccato, die macht deine Finger schnell. Und die zweite Variante, die sorgt dafür, dass die Verbindung wieder schön da ist. Das würde ich sorgfältig üben, in einem gemütlichen Tempo und dann kannst du natürlich ein bisschen steigern, wenn es gut klappt. Schauen wir noch kurz über die Koordinierung. Die ist hier überhaupt kein Problem. Du spielst einfach 2 zu 1. Also rechts immer 2 Noten, links immer eine. Du kannst am Anfang als Vorübung ein bisschen dazu klopfen. Wenn es Probleme macht, dann mal auf dem Deckel einfach mal 2 zu 1 klopfen oder spielen. Aber ich denke, das ist gar nicht so schwierig, das kriegst du hin. Natürlich kannst du diese Übevarianten auf alle anderen Stücke übertragen, je nach Bedarf, wo es dir hilft oder auch wo es dir Spaß macht. Ich benutze die Übevarianten immer dann, wenn es mechanisch wird. Du weißt sicher, dass es beim Klavierspielen immer auch Stellen gibt, die schwer sind. Die muss man einfach üben, die müssen laufen. Da hilft es einfach nichts, da muss man eben auch ein bisschen mechanisch üben. Früher hat man wiederholt und wiederholt und nochmal wiederholt. Und da sind diese Übevarianten ein wahrer Segen. Du bleibst eben flexibel, es bleibt eben abwechslungsreich. Und dadurch bleibst du spannend, dadurch bleibst du wach und konzentriert. Dieses Üben, wach zu bleiben, konzentriert zu bleiben, das musst du auch lernen, das ist eine eigene Kunst und ich sage immer kreatives Üben. Ja? Wenn du merkst, du wirst ein bisschen müde, du spielst eine Stelle schon zu lang, es funktioniert nicht so richtig, lass dir was einfallen, nimm eine Variante. Du kannst auch selber Varianten erfinden, ja? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir da viel Spaß und probier das einfach mal aus. Lass mich doch wissen, wie es läuft. Du kannst gerne hier unten einen Kommentar hinterlassen. Schreib mir, was du für Übetechniken benutzt. Auch wenn du Fragen hast, herzlich willkommen. Ich gebe dir auch gerne eine Antwort. Lass mich wissen, wie es läuft. Eine Zusammenfassung dieses Videos findest du hier unten als PDF. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Dein Klavierlehrer aus München, Franz Titscher.